Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 65 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, im letzten Part hatten wir ja hier an dieser Stelle aufgehört zu zocken und ich muss zurück zum Baron und ich rufe mal mein Pferdchen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Komm, auf, mit dem Pferdchen machen wir das jetzt. So, aufsteigen, aufsteigen. So, dann bleiben wir mal hier auf der Hauptstraße. Auf dem Hauptweg, so, besser. Und dann machen wir mal die Hauptquest jetzt weiter. Und werden mit seinem Baron über seine Familie sprechen. Mit dem Baron über seine Familie sprechen. So, das ist richtiges Deutsch. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie wir uns da entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns entscheiden, nach Ochsenfurt zu reisen und dort mal Tamara einen Besuch abzustatten. Oder dass wir mal wieder zu Anna in den Sumpf gehen und sagen, hallo Anna, wir wissen jetzt, wer du bist. Könnte auch sein. Mit was für einer Zielrichtung, keine Ahnung, was sie sich davon erhoffen, aber so irgendwie wird es laufen. So, rein bitte. So, komm, wir reiten jetzt einfach durch. Feuer frei, ne, jetzt hier langsam, würde ich mal sagen. Man muss es nicht übertreiben. Ist das irgendwie ein Verbrechen, wenn man da Vollspeed durchreitet? Komm, wir probieren es mal, vielleicht ist dann irgendeiner angepisst oder so. Nö, alles cool, die finden das lustig, dass da einer mit Vollspeed an den Kindern vorbeireitet. Kein Thema. So, da ist noch die Anschlagtafel. Da hängt wieder ein bisschen Kram. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Oh, hier könnten wir uns unsere Rüstung wieder verbessern. Machen wir dann auch mal. Und jetzt steigt er automatisch ab anscheinend. Oder geht es jetzt storytechnisch weiter? Ich glaube, es geht storytechnisch weiter. Jo, ich bin ruhig. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Sehr nett. Okay. Alles klar, Stallmeister. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, ich verbrenne. Na, da streckt er sich. Hat er die gleiche Rüstung an wie ich, ungefähr zumindest mal. Ja, wir sind gute Kumpels. Ups, sorry. So, ab zum Baron. Ah, er ist auf jeden Fall mal sehr dankbar. Das war immer ganz lustig. So, mal gucken, was der Baron meint. Wo läuft denn der jetzt rum? Hexer, auf ein Wort bitte. Was bist denn du? Was bist denn du für ein komischer Typ? War das nicht der Feldwebel? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Ja und, was ist mit dir? Ja, das ist der Feldwebel, komischer Kauz. Und sein Kumpel auch. Was? So, sammeln wir hier ein paar Zutaten ein. Ja, ist ja nochmal ultra merkwürdig, was hier jetzt schon nochmal abgeht. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, die Sache hier ist in Ordnung, wir reden jetzt ganz gemütlich mit dem, aber das kann man natürlich nochmal vergessen. So, stattdessen werde ich irgendwelche Zutaten einsammeln und werde euch langweilen. So, hallo Baron. Baron? Ah, ich muss ihn aktiv ansprechen. Da holen wir zuerst mal die Zutaten mit. Danke. Bisschen pflücken. Ist wichtig für so einen Hexer. So, hallo Baron. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Wir müssen über deine Familie reden. Es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Das
Bahnt sich eine Freundschaft zwischen mir und dem blutigen Baron an, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es Neuigkeiten? Jo. Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Kommt nicht in Frage, ich gehe zu ihr. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Wir werden noch über sie reden, keine Sorge. Aber jetzt erzählst du mir von Ciri, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Und jetzt dürfen wir sie wieder zocken wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oder ne, noch eine kurze Sequenz vielleicht und dann dürfen wir sie zocken. Ich bin mal gespannt. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Voltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen, das scheint ja wohl die Hauptstadt der Hexer zu sein. Das sage ich jetzt mal so. Kein Shitstorm, wenn ich jetzt Müll rede, aber der andere Hexer ist ja auch nach Kaer Morhen gegangen und da hat er auch davon geredet, dass da irgendwie mehrere Hexer sind. Keine Ahnung. Lasst mich einfach ein bisschen labern. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ja, sicher, da haben wir es doch schon. Ich bin keine Hexerin. Ach stimmt, Moment mal. War das nicht ganz am Anfang, Kaer Morhen, wo wir da trainiert haben? Genau, das war das doch. Als hier Geralt mit Ciri trainiert hat und Jennifer oben da im Schlafgemach Dingens irgendwo war. Genau, das war das Intro praktisch. Cool. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Ja, und das ist der Stallmeister, den wir aus dem Feuer gerettet haben, fällt mir gerade mal auf. An seiner Rüstung habe ich ihn wieder erkannt, in seinem bescheuerten Frisur. Angst vor einem Rennen, wo ist das Problem? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken.
Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Tja, vielleicht müsste ich jetzt absichtlich verlieren, dann würde ich mich das Schwert von ihr vielleicht bekommen. Das wäre eigentlich auch ein cooler Gimmick, wenn ich jetzt das Rennen verliere. Ich nehme mal an, ich muss es jetzt spielen. Und egal, wie ich es jetzt mache, wenn es dann trotzdem weitergehen würde, das wäre eigentlich ganz cool. Ich versuche es natürlich jetzt zu gewinnen, wenn ich spielen darf. Aber wenn ich es verliere, dass vielleicht jetzt Geralt gleich das Schwert von ihr bekommt als Hinweis oder auch, dass er damit kämpfen kann. Wäre eigentlich richtig geiler Gimmick. Naja, gucken wir einfach mal, wie es kommt. Ja, dann machen die Hasen sich frisch. Kein Thema. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Okay, da geben wir mal Gas. Hoffentlich gibt das Spiel mir ein paar Hilfestellungen. Los, Ciri, mach uns keine Schande. So, komm, los geht's, so, gib Gas. Scharf auf das Pferd, was? So, stimmt das jetzt? Stimmt das jetzt, was ich da mache? Ja, genau. Ich muss einfach da auf der Linie bleiben, oder was? So, der ist hinter mir. Pferdeausdauer, jo, geht ein bisschen runter. Passt aber soweit. Ist eigentlich relativ easy jetzt noch. Aber gleich die Pferdeausdauer dauern. Bringt das irgendwas, wenn ich zwischendurch... Nein, nee, das bringt gar nichts. Wow. Das werden wir ja sehen! Ah, Hilfe! Na, ich bin vor ihm, ich bin vor ihm. Oder? Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Das ist jetzt nicht in Ernst. Muss ich jetzt gegen Greif kämpfen mit Ciri oder was? Gut, die war richtig schnell, aber die kann sich nicht heilen. Zumindest man konnte sie das im letzten Mal noch nicht. Oje, oje, ich ahne Böses. Mit dem Baron zusammen gegen einen Greif, das kann ja auch was werden jetzt. Aber echt cool. Irgendwie die Story, die packt mich jetzt richtig so. Und wir haben noch den ganzen Entdecker dran. Oh, was jetzt? Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Oh, spielen wir Quint. Ich weiß, wo deine Frau ist. Okay, was bringt das jetzt, wenn ich Quint spiele? Du arbeitest mit Nilfgaard zusammen. Warum? Oh, jetzt wird's richtig interessant. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel.
Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Okay, interessant. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. So, und jetzt könnte ich hier gegen ihn Quinn spielen. Warum auch immer das hier gelb eingefärbt ist, vielleicht um die Information ihm zu entlocken, ohne dass ich ihm sage, wo die Frau ist. Keine Ahnung, wir könnten es mal versuchen. Oder ich sage bis dann und werde versuchen, noch ein paar Quint-Karten aufzutreiben und dann das nächste Mal weiterzumachen. Ich gucke nur mal gerade, ob das geht. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ja, das geht tatsächlich. Also sollten wir es vielleicht so machen. Finde Tamara, die Tochter des Barons in Ochsenfurt, berichte dem Baron, was du über Anna erfahren hast. Ja, oder ich mache halt hier beim Baron generell weiter das nächste Mal. Also, dass ich gegen ihn spiele. Keine Ahnung. Ja, ich würde aber sagen, so machen wir es mal. Ich versuche es mal so zu merken. Also, wenn ich nochmal hierher komme, dann Baron, Baron, Baron. Merkt das, Konso, merkt das. Nicht vergessen, nicht irgendwo anders hinrennen. Das kann ja was werden. Also, der Baron in Krähenfurt. Da müssen wir wieder hin. Oh, was ist jetzt los? Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Kann ich jetzt noch gegen ihn spielen oder nicht mehr? Er läuft jetzt... Ich höre. Womit kommst du zu mir? Na gut, ich kann noch gegen ihn spielen. Ich kann verraten, wo die Frau ist oder gegen ihn Quinn spielen. Was das auch immer zu bedeuten hat, keine Ahnung. Das würde ich sagen, machen wir dann nicht im nächsten Part. Im nächsten Part werde ich dann versuchen, mal ein paar Nebenquests zu machen und ein paar Quint-Karten mal zu erfarmen und so weiter, dass ich vielleicht dann auch in der Quint-Partie gegen ihn dann irgendwann mal eine gute Chance habe. Also werden jetzt gut und gern 15 oder 15 Parts mit Nebenquests und so weiter kommen und darauf freue ich mich ganz besonders. Das geht mir nämlich immer ganz, ganz gut ab. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part und ich sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.